Moin Leute und herzlich willkommen hier aus meinem Berliner Kleingarten in Berlin-Pankow. Das Wetter ist richtig doll trübe, so richtig viel Spaß macht die Arbeit hier noch nicht. Aber ich wollte euch ein bisschen was erzählen. Letztes Mal habe ich euch ja schon erzählt, dass es bei uns nämlich eine Mitgliederversammlung sehr bald geben wird. Und was dort beantragt wird, das ist wirklich ein ganz schön starkes Stück. Außerdem habe ich schon die ersten Sachen hier im Garten entdeckt, die anfangen zu wachsen. Und die möchte ich euch zeigen. Ja, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir schon erhofft, dass heute besseres Wetter ist. Es sollten über 7 Stunden Sonne werden. Bisher ist die Sonne da. Allerdings versteckt die sich eindeutig hinter diesen dicken Wolken dort. Vorteil dessen wäre natürlich, dass man nicht anfängt zu schwitzen bei der Gartenarbeit. Ja, aber jetzt möchte ich euch als allererstes mal zeigen, was so richtig schön schon am Wachsen und am Blühen ist hier in meinem Schrebergarten. Das ist ehrlich gesagt nichts Besonderes, denn es ist in jedem Jahr mit einer der ersten Gemüsepflanzen gewesen. Ja, und das ist der Rhabarber. Diese hier gibt es ja erst relativ neu, diese Pflanze. Das heißt, die habe ich letztes Jahr im Frühjahr ausgesät aus Samen, hat den Winter gut überstanden hier im Pflanzsack, war auch feucht genug und treibt hier auch schon richtig schön aus. Das freut mich richtig doll. Aber das ist nicht der einzige Rhabarber, aber halt einfach die jüngste Pflanze. Ja, Gewächshaus habe ich leider noch nicht repariert, brauche ich wahrscheinlich auch ein bisschen Hilfe und ein bisschen Material, aber soll dann auch in den nächsten Wochen passieren, denn Gewächshaus ist ja gerade im Frühjahr super wichtig. Habt ihr denn zu Hause schon Anzuchten am Laufen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre da so ein bisschen auf Horst Mager, Horst, seinen Schrebergarten, der ja auch ein Buch rausgebracht hat erst und den ich hoffentlich auch in diesem Jahr wieder besuchen werde. Buch habe ich euch auf jeden Fall verlinkt, ist eine Gartenhilfe für alle Gärtner und GärtnerInnen, ob jetzt Kleingarten oder auch woanders. Er sagt nämlich, dass man sich mit der Aufzucht zu Hause quasi direkt auch eine Krankenstation nach Hause holt, weil die Pflanzen so anfällig sind. Da kommen dann Trauermücken. Sie haben einfach nicht die optimalen Bedingungen, weil auch die Sonne noch fehlt. Man muss dann künstliches Licht dazu geben und all sowas. Also Leute, ich habe noch nichts auf der Fensterbank oder sonst wo. Wie ist das mit euch? Ich kenne ja Leute, die haben ihre Keller voll mit Pflanzen. Aber wo ich auf jeden Fall jetzt mal reingucken werde, das ist das Hochbeet, weil da hatte ich ja letztes Mal, hatten wir so ein richtig großes Loch gesehen. Da kam in den Kommentaren, naja, wenn das mal nicht eine Ratte ist. Ich habe das Loch letztens zugemacht, vor ein paar Tagen schon, weil ich dachte, mal gucken, ob die Tiere noch drin sind. Und ja, ist nicht wieder groß geworden. Ich sehe allerdings hier wieder ein Loch. Schwupps. Das ist aber wieder deutlich kleiner. Es sind eindeutig Mäuse. Also das sind keine Ratten. Das war vielleicht auch letztes Mal schon da, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist das jetzt kein Rattenloch. Und ich höre jetzt auch schon wieder einige Leute reden. Ja, ist das typisch, dass bei denen, von wegen Naturgarten, dass bei dem die Ratten durch die Gegend laufen. Ja, ich denke, es sind keine Ratten, es sind Mäuse. Und da kamen auch Kommentare dazu, dass ja die Mäuse schon komplette Ernten zerstört haben. Meine Erfahrung, beziehungsweise damals sogar unsere Erfahrung gemeinsam, war die, im Winter kommen diese Mäuse, sie sind in den Hochbeeten drin, sie sind sichtbar, aber und holen sich dann auch Sachen, die jetzt hier im Hochbeet zum Beispiel stehen. Ich habe ja, wie gesagt, die Vermutung gehabt, dass hier am Rosenkohl was verloren gegangen ist. Aber die ganze Saison über bin ich so gut wie gar nicht beklaut worden von irgendwelchen Tierchen. Ja, naja, dann gucken wir mal weiter. Ja, der Teich hier, der sieht natürlich auch entsprechend traurig aus. Viel von dem Grünzeug, was abgestorben ist, ist da auch reingefallen. Das habe ich ja immer so handhaben wollen, dass es einfach natürlich ist. Ich werde das hier, glaube ich, auch irgendwann zurückschneiden. Und ach, das ist auch das Thema gewesen. Leute, ich habe euch doch letztes Mal gesagt, dass die Hortensie scheinbar tot ist. Aber Leute, ihr wisst doch, dass es der Running Gag ist. Ich weiß doch, dass die Hortensie nicht tot ist. Das habe ich das erste Mal gedacht, als wir damals neu hier waren. Aber jetzt weiß ich das doch. Und die sollte auch jetzt demnächst komplett zurückgeschnitten werden. Komplett zurückschneiden sollte man ab sofort nicht mehr die Bäume und Sträucher, denn seit dem 1. März gilt dann Vogelschutz bis 30. September. 30. September? Ich glaube schon. Jetzt ist nur noch Formschnitt und ein vorsichtiger Formschnitt halt erlaubt, der dann auch die Überprüfung, ob nicht gegebenenfalls auch Vogelnester da drin sind, ja,
aber das kann man halt immer noch machen. Ich habe hier auch den Haselnuss, den ich noch beschneiden will, kann ich sehr gut gerade noch reingucken, dass da keine Tierchen drin sind. Ja, und ich hatte euch von der Mitgliederversammlung erzählt. Es gibt natürlich verschiedene Anträge, aber einer, den halte ich für sehr spannend. Und der sagt, dass alle Badebecken, glaube ich, sprich Pools, die nicht dem Bundeskleingartengesetz entsprechen, verboten werden sollen. Das erscheint mir doch ein Stück weit merkwürdig, denn eigentlich sind sie doch verboten. Wie können sie denn hier stehen, wenn es keine Genehmigung dafür geben kann? Also da bin ich mal wirklich gespannt. Da ging es dann auch darum, dass da keine elektronischen Pumpen angeschlossen werden sollten und auch, dass man einen Nachweis darüber erbringen soll, dass das Wasser, was ja mit entsprechenden Chemikalien zur Reinigung versetzt sein kann, der gesetzlichen Vorschrift nach entsorgen muss. Was haltet ihr von solchen Ideen? Seid ihr überhaupt für Pools? Seid ihr gegen Pools? Eure Meinung zu den Schwimmbecken in den Gärten, die interessiert mich sehr. Aber was wächst auch mit dem wenigen Licht und bei den Temperaturen jetzt? Das ist ja wie gerade schon gezeigt der Rhabarber. Und da habe ich nicht nur diese eine Pflanze, sondern noch mehr. Und zwar nämlich auch diese hier. Die hier tatsächlich schon wieder erste Knospen zeigt. Klar, da kann man noch nicht ernten, aber das sieht richtig, richtig toll aus. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und wenn wir mal hier dieses Feld hier lang gehen, dann sehen wir auch den dritten Rhabarber, der immer am allerfrühesten war, weil hier früher noch die Mauer war, die ist jetzt weg. Aber da bin ich auch mal gespannt. Rhabarber bin ich ja ein absoluter Fan von. Und hier hieß es ja letztes Jahr, letzte Folge, vielen Dank, dass ihr auch so fleißig wieder eingeschaltet habt. Das ist jetzt wohl das gewesen mit der Magnolie. Und natürlich meine ich nicht die Magnolie hinter mir, die kann man nicht mehr ausgraben, sondern ich meine die Gladiolen. Da hieß es in einem der Kommentare, die wären jetzt wohl verloren, weil sie über den Winter nicht ausgegraben worden sind. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist, denn das Jahr zuvor haben wir sie auch nicht ausgegraben. Glaube ich jedenfalls. Genau, ich bin gespannt, wie das so ist. Auf jeden Fall habe ich gar nichts ausgegraben und ich sehe gerade im Bildschirm, da ist gerade was anders, was so nicht sein sollte. Ja, okay. Hier ist wieder das Tor auf. Schön. Bin gerade von hinten gekommen. Ja. Es hat scheinbar den nächsten Anschlag auf meinen Kleingarten gegeben. Wer die Serie kennt, weiß, dass hier normalerweise das innovative Tauschregal stand. Und jetzt sind nur noch die Hülsen übrig. Was angeblich mal eine Gefahr war, ist jetzt wirklich zur Gefahr geworden, weil das hier kann man ja drüber stolpern. Das Tauschregal ist weg. Und ich bin ehrlich gesagt völlig schockiert. Zwei Wochen vorher liegt hier dieses Plastik-Spielzeug bei uns im Garten. Letztes Jahr der ganze Müll darüber geschmissen worden ist und jetzt fehlt auch noch das liebevoll eingerichtete Tauschregal. Ich hatte es zuletzt sogar noch wieder gepflegt, habe da neue Nägel reingemacht, damit es noch länger hält, wetterfest gemacht und jetzt ist es weg. Puh, da ist ehrlich gesagt, ich bin sprachlos. Dann nützt es mir auch nichts, dass jetzt diese ersten Knospen schon anfangen zu sprießen, die Hecke immer grüner wird. Muss ich erstmal wieder reingehen. Bin echt schockiert, traurig. Frag mich, wer sowas macht. Ja. Ich habe echt die Schnauze langsam voll, glaube ich. Ja. Ob es so weitergehen kann oder nicht, wenn hier immer wieder solche Attacken gefahren werden. Ich glaube, jetzt muss ich mich mal wirklich schlau machen, ob es hier in dieser Kleingartenanlage auch noch der richtige Platz ist. Ich hatte beschlossen, weiterzumachen mit dem Gärtnern, ganz klar, kleingartentechnisch wieder was zu bewirtschaften hier, aber das verdirbt mir einfach die Laune.
Ich meine, vielen Dank für euer Feedback, auch im letzten Video, wie viele Leute sich von euch gefreut haben. Über 100 Kommentare, weit über 100 Kommentare wieder. Und viele, die mir gut zugesprochen haben. Und viele, die von gleichen Problemen gesprochen haben. Ja. Eine Person wünschte sich nettere Vereinskollegen. Also ich muss sagen, ich habe hier eine ganze Menge wirklich toller Leute hier im Verein, mit denen ich mich auch richtig gut verstehe. Wie kann sowas sein? Das schockiert mich. Ich bin einfach jetzt auch, stehe so ein bisschen neben der Spur, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb werde ich dieses Video jetzt auch beenden. Ich hoffe, ich kann es irgendwie euch noch zurechtschneiden, weil Laune ist halt, wie gesagt, echt im Keller. Ja, was würdet ihr denn machen in so einer Situation? Ja, wenn man hier sich wirklich wieder zusammenreißen will. Ich hatte für das Wochenende mir auch überlegt, ich wollte mindestens zwei Bäder komplett neu machen, aber dann vergeht mir echt die Lust dabei, ob das, was das soll. Oh Mann, ey. Sorry, es geht einfach gerade nicht. Ich muss dieses Video an dieser Stelle beenden. Ich kann euch nur noch mal hinweisen auf meinen anderen Kanal. Keine Ahnung, vielleicht kommt in der nächsten Zeit auch nur noch dort was, weil, ja, wenn ihr den Kontakt nicht zu mir verlieren wollt, ich bin absolut scheiße, Leute. Ich sende die besten Grüße an euch alle und die Leute, die das waren. Ja, ihr schafft es langsam. Ihr werdet es hinkriegen. Aber das wollt ihr auch nur.